Moin Moin Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind hier in der Werkstatt in Folkestone und wie ihr seht, ich habe ein bisschen was verändert. Ich wollte mich ein bisschen wohler fühlen, das sage ich so wie es ist. Von daher zeige ich euch das mal ein bisschen. Ich habe hier das Schiffchen, finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Norway. Jetzt habe ich hier die Kamera vorne. Oh, okay. Das funktioniert jetzt übrigens auch. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich meine aber an dem Dingenskirchen da, irgendwas war da. So, Playboy ist mit am Start. Hinten haben wir den originalen Oldschooler, man kennt ihn. Und wir haben ein neues Getriebe drin. Die Jungs sind hier auf Zack. Ja, Lenkrad ist klar. Wir haben jetzt erstmal, also ganz wichtig, haben wir jetzt auch einen Retarder wieder. Aber wir haben jetzt einen 16-Gang. ZF 16-Gang. Finde ich, muss gehen nicht anders. Oh, dieser Sound. Ist
fertig. Von außen ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch. Das eine oder andere, aber ansonsten ist er fertig gewesen. Unsere Jungs, muss ich sagen, und Mädels haben fantastische Arbeit geleistet. Das sagen wir, wie es ist. Von daher, ja, tipptopp. Tipptopp. Richtig geil. Und er hat abgeholt. Und da hat er mir ein Video geschickt, wie er aus der, also er hat das gefilmt, logischerweise. Wie er denn aus der Garage rauskommt. Mega, mega. Wie wird sein Retard da? Dann brauche ich jetzt, oder doch? Oh, der beißt aber. Alter. Der, also das ist aber jetzt mal ein ganz bissig. Rede, du weißt schon, dass das ganz schön ätzend ist hier mit deiner... Nimm diese Ausfahrt. Hier. Links halten und dann links abbiegen. Fahr doch! Mann, du Nappel! Rot fahren darf.
diese Ausfahrt. Macht ja geil. Was war das denn eben mal? Das ist ja wieder... unfassbar. Wie spät haben wir es denn? 18 Uhr gleich schon wieder.
Platz. Ich wollte es eigentlich jetzt schon, aber das bringt ja so nichts. Aber er hat sich gefreut. Er hat sich gefreut. Ich meine, also ganz ehrlich, da sehe ich den Bin vor total drin, ne? Da, also das ist ein Bulle jetzt, das, der LKW, das ist unfassbar. Unfassbar. Mit Bullenfänger, mit einer Ramme, er war sich sicher, mit oder ohne. Wir haben jetzt aber mal einen angebaut. Und wenn ihm das nicht gefällt, geht er wieder runter. Ist doch kein Ding. Geisterfahrer, oh mein Gott. Ach, bitte fällt mir doch gerade einen mit mal. Das geht, ja, das ist das wieder hier. Das hab ich mir gedacht. Gehen wir wieder rein? Ich trau mich gar nicht. Alter! Junge! Immer geradeaus. Grede, guck mal. Guck mal hier. Ist das eine Drecksau? Stehen.
Wunderbar. Licht aus. Das brauchen wir auch nicht. Leute, ich werde euch mal ganz fix das Video einspielen. Achtung, Achtung, Achtung. Er kommt. Alter. 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 Da ist er. Der Hühnerschrecker. Kai aus der Kiste. Oh, müssen wir schon mal gleich ein Screenie machen. Alter, ich meine, ja, da haben sie aber auch keine Arbeit. Alter! Ich wusste nur, wie er aussieht. Mega. Absolut mega. Er freut sich, das freut mich. Guck's dir an, Alter. Ist das ein Tier? Ist das ein Tier geworden? Und dann diese Longline. Oh. Was ein Geschoss. Was ein Geschoss. Wieso hat er hier ein Screenie gemacht, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Digga, du musst ein bisschen was mit deinem Mikrofon machen, das zischt ein bisschen, zischt und knistert. Nur mal so nebenbei. Das ist er. Boah. Ja, Leute, das hat er mir zugeschickt. Mega. Also ich finde das Ding einfach obergeil. Oh, traumhaft. Wirklich. Einfach traumhaft. Sag euch, wie es ist. So, wir werden noch ein Screening Janini machen, aber das die Geschichte eben, Leute, das war aber heftig. Heftig. Heftig, sag ich. Mehr sag ich nicht. Der Hübsche. Warte mal, wir haben da hinten noch ein bisschen Sonne, ne? Ah, da haben wir aber... Ach, da seht ihr die Kamera an der Seite, genau, die ist neu. Ey, das ist scheiße so. Egal, machen wir hier. Machen wir... Schön Daten drauf. Nee. Ich kann mich ja nicht entscheiden. Kennt ihr das? So. Das wird er jetzt so. Zack, Ende aus, Mickey Maus. So. Rinnen, Olga. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Herr Rogge, ich weiß noch nicht, aber vielleicht. Wir mal sehen. Aber erstmal glaube ich ja weniger. Weil ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin so ein bisschen Volvo verliebt gerade, ne? Sag ich euch, wie es ist. Irgendwie hat er was. Eine Haube, ja, es gibt den Volvo als Haube, aber die, ja, der Volvo Haube, das gefällt mir einfach nicht. Der ist so rund vor, also so zu, so, nee, gut, Leute, in diesem Sinne reingehauen, bis zum nächsten Mal, euer Bollemann.